Viele Babys lieben es, in eine warme Decke gewickelt zu werden, weil es ihnen dasselbe wohlige Gefühl gibt, das sie aus dem Mutterleib kennen. Wie aber puckst du dein Baby richtig? Nimm eine weiche, dünne Decke und lege sie diamantenförmig auf einem für das Baby angenehmen und sicheren Untergrund auf. Falte die obere Ecke zu dir. Lege dein Baby mit dem Kopf auf die obere Falte der Decke. Ziehe eine Seite der Decke über das Baby und fixiere sie unter dem linken Arm. Dann führe die untere Ecke der Decke nach oben. Zum Abschluss ziehe die rechte Seite der Decke über das Kind und stecke sie unter ihm fest. Allerdings ist Pucken nicht für jedes Kind gut. Wenn ein Baby schon in einem Entwicklungsstadium ist, in dem es sich selber auf den Bauch drehen kann, sollte man vom Pucken besser ablassen. Bei gesundheitlichen Beschwerden des Säuglings, wie etwa Hüftproblemen oder aber auch Fieber, solltest du auf jeden Fall zuerst deinen Arzt um Rat fragen.